Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu Bhujangasana, die Cobra-Stellung. Dafür legst du dich entspannt in die Bauchentspannungslage. Die Beine sind locker und gehen hüftbreit auseinander. Und die Handflächen, die platzierst du unter deinen Schultern. In der Einatmung drückst du die Hände gegen die Matte. Der Kopf kann zurückgeworfen werden und der Bauchnabel geht aber zurück Richtung Boden. Achte dabei darauf, dass du ganz entspannt hältst. Der untere Rücken ist entspannt und überträgt sich in der Entspannung auch auf den oberen Rückenteil. Du kannst dabei weiteratmen und in der Ausatmung zurückkommen. Dabei ist es wirklich wichtig, dass du den unteren Rückenteil sehr achtsam begleitest, indem du dich darauf sehr gut konzentrierst und diesen entspannt hältst. Wenn der Bauchnabel zurückgeht Richtung Boden, dann kannst du noch mehr in die Flexion des oberen Rückenteils gehen. Ja, wenn es für dich zu anstrengend ist in der finalen Stellung, kannst du auch nur ein wenig reingehen. Das heißt, genauso angefangen, mit der Einatmung hochkommen. Kurz halten, diesmal den Atem vielleicht auch anhalten und dann gleich wieder ausatmen, zurückkommen. Ja, also die Cobra-Stellung ist wirklich gut für die Flexibilisierung der gesamten Wirbelsäule, die ja auch mit Nervenverbindungen in Kontakt stehen in Richtung Hirn und dadurch die Kommunikationsverbindung zwischen Körper und Gehirn sehr fördert. Auch ist es so, dass die Bauchorgane mitmassiert werden und insbesondere hier die Nebennieren, die ja auch für die Adrenalinausschüttung zuständig sind. Und dieser Hormon ist ja wiederum dafür da, um die An- und Entspannung zu regulieren und im Ausgleich zu halten. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und bis bald. Ciao.